Welche Bildungswege gibt es in den grünen Berufen? Das ist Felix. Schon als Kind hat er auf dem elterlichen Ackerbaubetrieb mitgeholfen und möchte diesen daher gerne übernehmen. Sophia hat dagegen ein großes Interesse für die Lebensmitteltechnologie. Beide informieren sich online über die jeweiligen Möglichkeiten, um an ihr Ziel zu gelangen. Nachdem Felix sein Abitur geschafft hat, entscheidet er sich dazu, an einer Universität Agrarwissenschaften zu studieren. Seinen Schwerpunkt legt er dabei auf den Pflanzenbau. Währenddessen durchläuft Sophia mit ihrem Realschulabschluss eine dreijährige Ausbildung zur Milchtechnologin bei einer Molkerei. An sein Bachelorstudium schließt Felix gleich noch ein Masterstudium an, wobei er seine Arbeit auf dem elterlichen Betrieb als Praxiserfahrung anrechnen lassen kann. Darüber hinaus macht er während des Studiums auch noch die Ausbildereignungsprüfung. Sophia auf der anderen Seite besucht nach ihrer Ausbildung und nach ersten Erfahrungen in der beruflichen Praxis für 2 Jahre die Technikerschule für Milchwirtschaft. Dadurch erlangt sie ihre Fachhochschulreife. Nun kann sie ihren Traum verwirklichen und an einer Fachhochschule Lebensmitteltechnologie im Bachelor studieren. Felix hat sein Ziel ebenfalls erreicht und kann nach seinem Masterabschluss den elterlichen Betrieb übernehmen. Außerdem unterbreitet ihm ein befreundeter Lehrer das Angebot, an einer Fachschule zu unterrichten. Also holt Felix die fehlenden Abschlüsse in Didaktik und Pädagogik an einer Universität nach und arbeitet nun nicht mehr nur in der Landwirtschaft, sondern bildet gleichzeitig Nachwuchs für die Branche aus. Super! Sophias Zukunftsaussichten sind ebenso glänzend, denn ihr stehen viele Türen offen. Ob sie sich für ein Masterstudium entscheidet oder als Produktentwicklerin zurück in die Molkerei geht, liegt ganz bei ihr. Sophia und Felix sind 2 junge Erwachsene, die ihre Wege in den grünen Berufen gefunden haben. Du hast auch Interesse? Dann schnupper gerne mal im Rahmen eines Praktikums rein. Wie vielfältig und interessant die Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den 14 grünen Berufen sind, erfährst du auf dem Bildungsserver Agrar.